Willkommen zurück. Wir sind in einer Geisterstadt. Um genau zu sein, in Rocky Ridge, in der wahrscheinlich nicht mehr Geister leben. Wir sind zusammen mit Panam hier, die ein kleines Geschäft abschließen möchte. Eigentlich will sie ihr Auto zurückhaben. Aber bevor wir das machen, gucke ich mich um. Haben die hier ernsthaft auf diesen Grill Fleisch liegen lassen? Warum? Klimaanlage. Das ist der Ausfüllstoff von der Klimaanlage. Also im Prinzip sieht dieser Ort vor allen Dingen so aus, als wurde er komplett verlassen. Als. Warte mal. Achso, die Dinge haben Ziel abgeschaltet. Also wenn ich hier irgendwie Strom herstellen könnte, könnte man hier in der Spontanbeführung. Was hier fehlt, ist Strom an diesem Ort. Vor allem sieht das echt so aus, als könnte man den Strom hier wieder irgendwie herstellen, ne? Aber wahrscheinlich nicht, dass das alles nicht fertig erkontet oder so. Also, welche noch machen kann, das Aschenbecher und Euro-Dollars hier rumliegen. Der Ort ist so tot, dass hier nirgendwo Geld zu finden ist, aber so 90 Euro-Dollars haben die bei eben liegen lassen, ist klar. Plektrum? Warum brauchen wir hier ein Plektrum? Die Wala-Mission, alles vor Anfang. Das ist auch wieder ein Buch, oder? Warte mal, was? Das Scheitern der Wala-Mission und das wiederum das Ergebnis der gesamten LISL-3-Programme und unserer Kenntnis über die Gruppe der Exosolarplaneten 972609 untergräbt, könnte der ultimative Beweis dafür sein, dass der derzeitige Wettlauf im Weltraum des Fortschritts der allgemeinen Weltraumforschung eher hemmt, als ihn durch gesunde Konkurrenz anzutreiben. Im Jahre 2060 sagte Lagaretta voraus, dass der damalige technologische Fortschritt innerhalb von nur 15 Jahren zur Bestätigung der Existenz weißer Löcher und der Entdeckung einer Theorie zur Quantenschwerkraft führen könnte. Doch diese 15 Jahre sind längst vorbei. Vielleicht sieht die Situation anders aus, wenn ESA, SRC und Orbital R zur Abwechslung einmal versuchen würden, zusammenzuarbeiten und Informationen auszutauschen, anstatt sich gegenseitig zu torpedieren. Ich bin kein Visionär wie Lagaretta, aber ich würde meinen letzten Euro-Dollar darauf verwetten, dass die nächste wirklich erfolgreiche Mission von UNIL 1 starten wird und nicht von der Erde. Ja gut, die Raumstation haben ja eine gewisse Unabhängigkeit hier, ne? Das ist für mich jetzt wieder sehr interessant, dass dieser Sci-Fi-Charakter, der so ein bisschen über das andere Zeug hinausgeht, nicht alles down ist. Warum zeigen die Bildschirme noch was an? Oder sind das alles E-Ink-Displays? Ich warte übrigens immer noch darauf, dass E-Ink-Displays richtig dolle gut wären. Aber ich glaube, das wird irgendwie nicht passieren in nächster Zeit. Kommt mal die Tür? Ne, die Tür ist auch dicht. Aber hey, das ist, also ich meine, selbst wenn die ganzen Gebäude, diese Gebäude sind hier wahrscheinlich alle zu. Die wohnen, was ist das, Wohnwagen? Aber man kann hier relativ weit rennen. Das ist jetzt schon, da hinten sind Solarzellen auf dem Dach. Warum hat dieser, ich meine, hier lag doch eine riesengroße Stromzufuhr. Warum hat dieses Haus, das hinter mir jetzt gerade ist, warum hat es Solarzellen auf dem Dach? Und eine Satellitenschüssel, eine eigene. Lebt ihr vielleicht? Warte, was ist denn das da? Warum heißt denn mal Scharfschützengewehr? Okay, ne. Das sieht aus wie eine sehr unzerstörbare Scheibe. Ich hätte mich gedacht, dass hier irgendwie vielleicht da in einigen Hütten vielleicht doch noch wer wohnt. Was ist das hier? Warte mal. Das sind aber keine Solarzellen, das sind aus wie so eine Marslander-Kontaktdinger. Sendestation. Hm. Toter als gedacht hier anscheinend, wirklich. Oder ist eine riesengroße Raketenbasis drunter, die wir nicht finden sollen. Naja, es sieht aber tatsächlich recht tot aus hier. Hm. Das wurde ja alles mit der Wüste im Kopf gebaut. Das ist ein sehr verwirrend hier. Naja gut, dann könnten wir uns ja wahrscheinlich aufs Dach packen und einfach auf die Übergabe warten, oder nicht? Hm. Ich meine, es gibt noch eine Tür, die hier... Guck mal, hier läuft sogar Musik. Also ein bisschen Strom muss doch hier sein, oder nicht? Genau, die Automaten haben auch Strom. Fernseher hat keinen Strom. Warum haben denn die verdammten Spielautomaten von allen Dingen noch Power? Na gut. Wieder mit Panama. Ich bin immer sehr gespannt, was hier toller Plan ist hier in Rocky Ridge. Außer sie ist flach. Hast du was gefunden? Keine Chance. Hier läuft gar nichts. Naja, das wird schon. Die Ruffen kommen nach Sonnenuntergang. Wir bereiten eine Überraschung für sie vor. Wir brauchen nur etwas Strom. Wir sollten uns mal die Trafostation angucken. Okay. Ihr Ernst? Das ist, wenn du dich vielleicht erinnerst, lieber Zuschauer, genau das, was ich letzte Episode gemacht habe. Ich habe mir die Trafostation angeguckt, die Tür, die ich nie aufgerichtet habe. Aber schön, dass hier noch so viel eigentlich halbwegs wertvolles Equipment irgendwie rumsteht, ne? Scanne den Transformator. 150 Megawattstunden, okay, oh. Scan die Stromquelle. Ach, jetzt muss ich hier Ursprungsfindung machen. Hatte ich das nicht bereits hinter mir? Hier ist übrigens eine Kiste, wo ich Leute reinwerfen kann. Das ist sehr verdächtig. Sag ich mal. Sag mal hier.
tue ich ja mal voll heilen. Kann ich jetzt einfach den Sicherungshack? Hab die Schalter gefunden, aber da ist kein Strom drauf. Keine Sorge, komm runter. Ich weiß, wie wir die Mistkerle überraschen. Mit überlegener Feuergewalt? Okay, also die Kreuzung kriegt ihr Licht von der Trafostation, ja? Wenn wir den Schalter vom Verteiler auf dem Dach umlegen, geht da die Festbeleuchtung an. Verstanden? Ja, ja, aber wir sollten vielleicht erstmal die Lichter alle so anschalten, ne? Ich spiele mit dem Schiff. Was? Warum das Techie-Dings? Gute Idee. Kümmern wir uns um den Strom. Ich sehe mich nach Zugriffspunkten um. Großartig. Kommen sicher eine Menge von ihnen. Wir wissen nicht, wie viele. Wir müssen sie überlisten und es dann irgendwie zu meinem Auto schaffen. Keine Sorge. Ich habe ein paar Ideen. Wir spielen ein bisschen mit ihnen an der Kreuzung. Klingt hervorragend. Sobald sie die Lichter sehen, müssen sie nachgucken, wer das war und wieso. Perfekt. Okay, zuerst müssen wir an das Terminal unten. Sonst ist der Verteiler auf dem Dach eh für nichts gut. Am besten benutzen wir die Autobatterie zum Starten. Das sollte funktionieren. Warte an der Trafostation auf mich. Das Auto bringe ich mit. Sprich ein paar Namen den Plan ab, ja. Ich bin sehr gespannt. BD-Check? Ach ja. Schön, dass es übrigens in jeder Bude irgendwie so eine Braindance-Putze gibt, ne? Achso, sie fährt jetzt einmal rum. Ah ja. Das bringt uns wahrscheinlich denn die. Damit können wir dann wahrscheinlich die Tür aufmachen, nehme ich mal an. Die Trafos sind schon ziemlich mächtig groß hier, ne? Bleibt sie nachher. Sprechen wir den Plan ab. Warum ist der Kessel? Die Steuertafel sieht noch gut in Schuss aus. Toll. Ich stelle einen Schaltkreis zur Stromquelle her. Das sollte funktionieren. Wir müssen das Ganze nur zum Laufen bringen. Hol die Starthilfekabel aus dem Kofferraum. Wir nehmen einfach die Autobatterie. Die einzige Autobatterie, die wir haben, die uns vor einen kilometerweisen. Ach, guck mal, schon Gewehre. Die uns vor einen ewig langen Rückweg abhält. Hallo, ja. Ah, hier, warte mal. Hey. Motorhaube öffnen? Ach so. Ach, jetzt muss ich hier. Toll. Großes Kabel verbunden. Moment. Ich muss hier noch alles anschließen. Aha. Na gut, dass ich überhaupt nicht technisch. Und jetzt noch das Schwarze. Negatives Kabelverbund. Na gut, dass ich nicht technische Fähigkeiten gelevelt habe. Das war's wohl. Aber die Klapperkiste hat gute Arbeit geleistet. Ist das nicht ein Leihgabe? Strom ist an. Starte das Terminal drin und dann geh aufs Dach, sobald der Strom im Gebäude an ist. Wird gemacht. Ich geh hoch auf den Turm. Dann haben wir die ganze Kreuzung auf dem Präsentierteller. Leg die Schalter um, wenn ich dir das Signal gebe. Verstanden? Yes, ma'am. Ich würde trotzdem gerne in die Hütte rein. Oder kann ich jetzt die Tür hacken, weil das... Tür, Konstitution 8. Ja, kann ich da nicht hacken. Hä? Also die Schalter dann mit Strom, ja. Wie genau soll ich das machen, wenn ich nicht in die Hütte reinkomme? Oder kann ich jetzt hier durch dieses Fenster... Ne. Hä? Ich bin nach wie vor verwirrt. Also wirklich? Was soll ich denn hier machen? Ich meine, ich kann hier irgendwie... Hau einfach die Scheibe ein und geh rein. Hä, das hab ich... schon keiner eine Rechnung schicken. Warte mal, ich hab die dumme Scheibe doch schon eingehakt. Okay, welcher... Na, Kuchen, ne? Genau das habe ich ja schon gemacht, ne? Das hat halt nicht funktioniert. Ich guck ja die... Kann okay, ich einfach so durchdrücken, ey. Toll. Weißt du, genau die Idee, die ich schon hatte, mit dieser dummen Scheibe hier, genau das funktioniert halt nicht. Ich fühle mich gerade hart verarscht, ne? Das ist... Weißt du, die Idee mit der Scheibe hatte ich ganz einfach an, das geht halt nicht. Hallo? Ich kann nicht mehr rein, Doktor. Was ist denn das hier? Ich kann nicht diese... Okay, ich habe wie... Ja, wie das Gefühl, ich so doof bin, ne? Weil also von der Scheibe ist halt echt nicht mehr viel übrig. Ach, jetzt einmal geht's. Toll. Scharbrandgranaten. Yay, was haben wir hier noch Schönes? Eradikator, Bedienungsanleitung. Oho, hört. Verehrter Nutzer, wie Sie wissen, gehören Ratten, Rattus norvegicus, zu den Hauptüberträgern gefährlicher Krankheiten. Mit dem Eradikator werden Sie die kleinen Biester schnell und effizient los. Der Eradikator behandelt mit giftversetztem Sprengstoff, der obendrein Spuren von Radioaktivität enthält. What? Dagegen hat selbst der robusteste Nachher keine Chance. Verteilen Sie Eradikator-Geschosse überall im Haus. Wenn Sie nachts von einem nassen Knall aufwachen, hat es funktioniert. Ja, das klingt sehr toll. Gut, der Verteiler hat Strom. Cool, dann lass uns etwas Spaß an der Kreuzung haben. Gehen wir in Position.
Ich finde es immer wieder doof, dass in diesen Mails keine Daten dran stehen. Blick mir Bescheid, wenn es mit der Substation aussieht. Kann man die nicht einfach lokal abschalten? Wie nochmal, wie ich bereits gesagt, ich kann lokal die Verbindung trennen, aber ich kann nicht versprechen, dass jemand sie nächsten Monat nicht wiederherstellt. Und dann müsstet ihr die Rechnung für das Entfernen der Squatter und den Stromdiebstahl bezahlen. Ich lasse es dir. Ihr könnt heute ein wenig Geld sparen, das Risiko eingehen, oder wir können diese ganze Rocky Ridge-Katastrophe endlich hinter uns lassen. Lokale Verbindung trennen. Weh. Achso, deswegen haben wir ja noch Strom, weil die damals gepfuscht haben beim... Na, toll. Oh, seltenes Upgrade. Hervorragend. Jetzt muss ich hier bloß noch wieder aus der Hütte rauskommen, ne? Warum auch immer das jetzt funktioniert. Ja gut. Stecken jetzt warten. Aha. Denk dran. Sobald wir sie sehen, schmeißt du den Strom an. Ja, wissen wir, wo sie herkommen? Aus welcher Richtung kommen die Ruffen? Eine Ahnung? Nordosten, vermute ich. Von dem Freeway, der nie fertiggestellt wurde. Ja, dann, boah. Okay. Gib mir zur Sicherheit Deckung. Natürlich. Na, das kann ja was werden hier. Da kommen sie. In meinem Thorn. Siehst du ihn? Nicht wirklich schwer zu übersehen. Lass sie uns überraschen. Lass uns das leise regeln. Wenn was passiert, nähte ich sie einzeln um. Klingt gut. Aber wie? Aha. Welches ist jetzt dein Auto? Ihr oder so? Weth. Ich kann die übrigens nicht hacken, das regt mich ja so ein bisschen auf. Weth Teufel? Also wir sind es eigentlich gar nicht. Ski und Coyote, ah ja. Mal, den haben wir hier noch nicht. Weth Teufel. Weth Scharfschütze. Weth Goliath. Warte mal, Power-Up, Powersprung, gesucht wegen Geiselnahme. Illegale Tätigkeit, mehrfacher Mord. Mach dich bereit. Das sind alle? Jetzt heißt es Showtime. Na denn? Es werde Licht. Na, wow. Schnapp dir den Autosplitter. Die Fahrerin hat ihn. Such nach dem Mädel mit dem Mohawk. Also ein bunter Haufen. Ich komme hier so schlecht von den Hof runter. Ich würde eigentlich einmal genau andersrum rennen. Bundeschlüssel für Panams Wagen. Also in sich sollen wir hier gar nicht alle ausschalten, sondern wollen das wirklich leise über die Bühne bringen. Aber in sich wäre es wahrscheinlich fast einfacher, die Typen alle einzeln rauszuholen, oder? Wenn der Typ da hinten ist, zum Beispiel allein unterwegs. Ein Schiff mit Schlüssel. Ah. Oh, fuck. Ich meine, er ist nicht taub, ne? Fuck, wie kommt man denn da aufs Dach? Warte mal. Den muss ich jetzt für den Winter vielleicht doch ein bisschen hier entsorgen. So, warte mal, das ist Auto. Fuck. Und Optik Neustart. Ach, guck mal, jetzt ist hier Strom an den Automaten, Mann. Jetzt kann ich mir Geld holen, oder? Was ist denn, der Hütte hätte ich auch reingekonnt. Also wie durch Fensterscheiben springen ist halt irgendwie... Vor allem, das hört ihr keine Sau, dass ich irgendwelche Fensterscheiben hier einhaue, ne? Ha. Das Feinkontakt bestätigt? Verdammt! Wodurch denn wurde denn bitte schon das Feinkontakt bestätigt? Wer möchte mich denn bitte schon hier gesehen haben? Also wirklich. Na, wir müssen trotzdem den Scharfschützen hier auf dem Dach wegkriegen. Wo komme ich denn jetzt hier hoch? Ich hätte mir vorher das Gelände besser angucken sollen. Wer sind die Leiche hier? Die ich habe letztes Mal aber nicht gesehen hier. Ich finde es ein bisschen doof, dass ich nur einen Optik-Neustart machen kann. Na, jetzt dreht er sich natürlich um. Das ist ja schrecklich.
Naja, das, bis jetzt läuft das ja sehr gut. Es waren ja zum Glück nicht so viele Typen, ne, die wir hier eigentlich rausnehmen müssen. Das ist unser Typ mit dem... Das ist auch nicht unser Typ mit dem, Schlüssel hier, ne? Naja, wie sieht er, wenn ich neu umdrehen? Ach, sei mir die Gabe, sich umdrehen will. Von hier habe ich gerade gesehen. Und dann... Also der Optik-Neustart ist schon sehr praktisch. Ist ja ein bisschen schade, dass ich ihn nur einmal machen kann. Naja, es läuft darauf hinaus, dass ich am Ende kein Schwein mehr lebt, ne? So. So, er kann mich sehen. So, Optik-Neustart. Und tschüss. So, jetzt ist eigentlich nur meine Zielperson da, oder? Meine Panam hat ja eigentlich versprochen, dass sie alle niederballern möchte, ne? Aber das ist ja bis jetzt anscheinend gar nicht notwendig. Oh, an dir sehe ich grüne Haare. Ist die ein besonderer als der Rest hier? Aber das ist... Das ist einfach nur 15 Gegner. So, jetzt bleibt eigentlich noch der Sniper oben und... Meine Zielperson. Kann ich hier durchs Fenster schreiben wirken? Nee. Aber an sich gibt es hier nur noch zwei Leute. Eine Person davon ist Oma. Die kann bestimmt runtergucken, oder? Ah ja. Aber sehr unblutig bis jetzt das Ganze, oder? Achso, die guckt aber in die falsche Richtung. Das ist natürlich praktisch. Und hier noch ein Optik-Neustart. Bin aufgeflogen. Das will ich nicht. Ich will hier nicht auffliegen. Ich will das hier leise über die Bühne kriegen. Wenn ich bin jetzt so weit gekommen mit meiner Schleichaktion hier. Es kann aber nicht sein, dass ich jetzt auf einmal hier auffalle. Die habe ich zu schnell gesehen. Vor allem die letzten beiden Typen. Was ist die Cyberspace? Die tiefste Schicht des Netz. Ah. Dafür muss ich wahrscheinlich... Guckt die in meine Richtung? In der Regel drehen sich die Leute um, wenn ich den die... Bridge-Protokoll? Ja, ich will nicht die Bildschirme hacken, ich will eigentlich... Bin aufgeflogen. Scheiße. Gib dir Deckung. Jetzt müssen... Jetzt müssen sie alle kalt machen? Ja, das will ich ja eben nicht. Das kann mir nicht sein, dass ich jetzt an den letzten beiden Typen hier scheitert. Das Problem... Ja gut, ich muss also die oben die scharfe Zinn auch noch wegnehmen. Sonst wird das hier nichts. Ach, Menno. Ich kann nicht, warum ich mit... Dieser Bug ist auch ein bisschen nervig mit den... jetzt ist aber... Warte mal, ja, jetzt... Optik-Neustart. Zack, zack, zack. Bevor ich mich sehen kann. Guck mich nicht an, guck mich nicht an. So, und die guckt ja sonst vorhin, aber... So, die haben wir jetzt auch. So. Warte mal, ist jetzt der Schlüssel etwa... Liegt der... Hat jetzt etwa die Letzte den Schlüssel? Das ist aber ein Scherz. Von allen... Warum hat denn sie jetzt den Schlüssel? Von allen Personen. Das ist ja schrecklich. Schneller, schnell, 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 schnell. Oh oh. So, jetzt haben wir's. So. Oh, was war das E-Tüpfelchen? Packen wir unseren Kram. Warte im Wagen auf mich. Oh. Das war das E-Tüpfelchen, weil ich alle gewaltlos weggenommen habe. Das ist echt laut hier, dieser komischen Hütte, ne? Was haben wir hier noch? Eure Zukunft in Rocky Ridge, das habe ich jetzt noch nicht gefunden. Rocky Ridge, ein wahres Paradies, fernab von Großstadtlärm. Ein neues Bauprojekt, ganz in der Nähe von Night City. Rocky Ridge ist nicht nur ein wunderbares Zuhause zu erschwinglichen Preisen. Die ersten Wohnungen können bereits reserviert werden. Hervorragende Lage mit einer tollen Anbindung dank der geplanten Erweiterung des Freeways. Nein, das Vorhaben bringt euch frischen Wind in deine Gegend, in der schon bald zahlreiche neue Jobs geben wird. Baut euer Haus nicht auf Sand, baut es auf Rocky Ridge. Oh Mann. Eigentlich müsst ihr ja prinzipiell die anderen Karren für den hier manipulieren, oder? Aber müsst ihr jetzt Panam nicht trotzdem wie ihr Auto zurückgeben? Mehr oder weniger.
Warum fahre ich denn jetzt? Warte im Wagen auf Panam. Ja, mache ich. Wo bleibst du? Rutsch rüber. Ich fahre. Ich kann echt kaum abwarten. Ich überlasse das Fahren den Profis. Du? Ist ja gut. Ich überlasse das Fahren den Profis. Sympathisch. Vielleicht beschwert sich gleich, wie das hier alles komplett anders ist als vorher. Endlich. Also jetzt richtig erwischen kann es ja niemand, ne? Und? Das ist mal ein Auto, oder? Weiß nicht so recht. Na, ich glaube, ich bin mal freundlich zu dir. Kein Wunder, dass du ihn zurück wolltest. Meine bessere Hälfte. Siehst du, hat auch ohne Mitch und Scorpion geklappt. Hör zu, wie, es ist noch nicht vorbei. Ach nein, du hast doch die Ware und dein Auto. Aber nicht Nash. Er war nicht in Rocky Ridge. Das Arschloch hat sich nicht blicken lassen. Sie will Rache. Die ganzen Typen hier auszuschalten hat nicht gereicht. Also ging es dir nur um Rache, die ganze Zeit. Was weißt du schon? Entweder du lügst mich an oder du weißt selbst nicht, was du willst. Schwer zu sagen, was schlimmer wäre. Hör mir einfach zu, verdammt nochmal! Ich weiß, wo ihr dreckiges Versteck ist. Wir nehmen den alten, unfertigen Freeway. Sie werden nicht mit uns rechnen. Das weiß ich genau. Sie will also rumballern. Lass uns die mit der Six-Speed abbiegen. Ja, du bist die Raffenbass, bist du fürchtig nicht? Okay, wo ist dieses Versteck? Das ist der Deal mit der Six-Speed. Was ist los mit dir? Lass uns erst den Deal mit Six-Speed abschließen. Wir reden später über Nash. Später? Wann? Nachdem er von unserer Aktion in Rocky Ridge gehört hat? Jetzt können wir ihn noch überraschen. Du willst jetzt die Raffenbasis stürzen? Mit der Ware unterm Arm, die wir gerade erst zurückgeholt haben? Der Ware passiert nichts. Mhm. Vor allen Dingen, wer soll denn von diesem Ort hier hören? Ich muss das einfach machen. Verstehst du? Gehen wir jetzt einfach so nach? Okay. Wo ist dieses Versteck? Nur ein Steinwurf von hier. Warum weiß sie das eigentlich, wo das ist? Hätten wir nicht gleich hinfahren können? Was Nash getan hat. Geht's ihnen um das Auto oder ist da noch mehr hinter? Ich hab ihm vertraut. Er war der erste Typ, mit dem ich gearbeitet habe, nachdem ich die Alde Caldus verlassen habe und nach Night City gekommen bin. Ich hab ihm wirklich vertraut. Ich verstehe dich. Ich weiß, wie du dich fühlst. Ich wurde auch mal von jemandem betrogen. Genau so. Ja. Hast du dich gerecht? Hatte keine Gelegenheit. Mir kam jemand zuvor. Ach, Dexter. Aber wenn du sie gehabt hättest, hättest du es getan? Tja, das... Keine Frage, ohne mit der Wimper zu zucken. Bring bis zu Ende. Aha. Ist tatsächlich recht malerisch hier, ne? Also, was heißt malerisch? Aber das, du siehst halt am Horizont irgendwie Night City rumstehen. Du hast hier halt irgendwie... Fahren wir jetzt zu dieser Höhle da vorne? Gibt es hier irgendwas zu scannen? Man fühlt sich halt irgendwie so mit dieser Cyberware so ein bisschen nutzlos, ne? Sie macht halt in dieser Gegend hier absolut bist nichts, du bereit? Ne? Holen wir ihn uns. Fahren wir jetzt hier rein und ballern einfach rum. Ist das hier ein Bergwerk? Wozu? Ich denke, wir nutzen den abgerissenen. Also wir sind gerade 3 Meter Freeway gefahren. Jetzt fahren wir hier durch irgendwelche. Na los, ihr Schlafwälze! Ach du Scheiße! Dass ich hier direkt so mit so einem Action-Bus geht, hätte ich ja nicht gerechnet. Das führt zu meinem schnellen Ende. Ja. Das, läuft ja großartig. Echt, so für direkte Konfrontation bin ich echt nicht gebaut. Das hätte ich vielleicht mit Panam vielleicht nochmal vorher abklären sollen, dass wir vielleicht ruhig da reinfahren sollen. Na, scheiße. Oh, ich sehe meine eigenen Haare. Nee, ich sitze auf dem Fahrersitz. Also ich sitze quasi in Panam drinne. Aber das ist natürlich auch ein sehr interessanter Bug. Weil das Spiel denkt, ich bin im Fahrersitz, aber ich bin nicht wirklich da. Ich sitze aber auch nicht auf dem Beifahrersitz. Die gehört mir. Pass auf, wie? Was denn, Arschloch? Hast du gedacht, ich dachte, das durchgeht? Ich bin halt instant tot, Alter. Das ist halt. Also erst, was ich machen muss, ist einmal zurückrennen. Das ist schon hart behindert, mal ganz ehrlich.
dass das Spiel mich jetzt hier gerade in irgendeine komische Rumballergeschichte reinwirft, wo ich absolut nichts machen kann, wo das erste, was passiert ist, dass die Gegner mir irgendwelche Granaten an den Kopf werfen. Das ist bestimmt ein paar Namen drin. Hey, wir sehen immer die Augen von innen. Das ist übrigens auch so eine nervige Art von Bug, die eigentlich nicht passieren sollte, wenn du halt irgendwie Q&A hast. Das ist halt in der Priorität relativ weit unten, was halt nicht das Spiel nicht bricht und hat wirklich nur diese einen spezifischen Zwischensequenz rausbringt, aber es bricht halt die Immersion, ne? Was denn, Arschloch? Hast gedacht, ich darf dir das durchgehen? Der im Schlafwitz, ne? Ich kann ja nicht Granaten werfen. Halt deine Gang. Scheißfresse! Aha. Oh, wenn ich den nochmal treffe, mache ich auch Schaden. Fuck! Ihr seid gefickt! Na los, auf sie! Alter, wie viel Damage machen die denn? Was zur Hölle? Ich wünsche echt, ich hätte ein besseres scharfes Gewehr. Guck mal, das getroffen hat, ne? Wenn die neutralisieren ja schon seit Leute, klingt es hier irgendwie gerade so, als würde es noch ein bisschen länger dauern, ne? Was haben wir hier noch? Eine Upgrade-Komponente? Los, wie holen wir sie uns? Ja, ja, gleich, warte mal, hier liegt die Equipment rum, das kann ich nicht so liegen lassen. Du sagst das hier so einfach, dass man hier so reinrennen kann. Oh. Ja, klasse. Oh Mann, ey. Die liegen auch lauter wertvolle Sachen. Das ist halt. Warum werfe ich eigentlich jetzt mit dem Kickgranate nicht? Das ist. Also, ich kann nicht davon reden, dass ich irgendwie mit irgendwas ziele, ne? Wow! Eine größere Wumme gefunden! Die Smart Munition trifft ja nicht ganz gut hier. Tatsächlich echt nicht meckern. Oh, oh, oh. Nicht mich hacken. Warte mal, er macht das. Ah, ich komme mal nicht an ihn ran. Ach so, nee, der hier. Toll. Boah, das ist Überhitzung. Das ist schon irgendwie ganz effektiv hier, ne? Ja, gut, dass ich ein gutes Smart-Scharfschützengewehr habe, um Leute hinter Decken zu erschießen. Auch wenn ich von mir absolut nichts sehe. Oh. Der gegnerische Schaffens lebt vor allem noch. Haben wir es jetzt eigentlich langsam mal hier? Und wie hat hier jeder Waffen mit Smart Munition, oder? Haben wir es? Sie versohlt uns den Arsch! Also die Gang ist hier ganz groß, das ist mir irgendwie sehr unangenehm hier. Und ich muss hier mega aufpassen, nicht zu sterben, weil ich hier ein bisschen ins offene Gelände steht, machen die mir halt übel viel Schaden, weil ich halt keinen. Ich glaube, ich habe immer noch zu wenig Panzerung. Ich muss vielleicht mal ein bisschen mit Absicht nach diesen komischen Armadillo-Mod suchen. Oh. Alter. Oh, ist das scheiße. Ey, dieses Gift, das ist so behindert stark. Na gut, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es dann wieder heißt, Cyberpunk macht's gut bis dahin. Ciao.